Moin moin und hallo, willkommen zu einer weiteren Folge League of Legends mit Marco. Hallo. Und das Match geht jetzt los, pünktlich, wie immer moderiere ich an. Jawohl. Sogar überpünktlich auch noch. Bisschen zu früh. Hört man mich? Ja. Dich hört man jetzt sehr gut, gerade eben nicht so gut. Ach, klang so ein bisschen, als würdest du aus einer Teekanne sprechen, aber es passt doch. Schon. Wie bitte? Sehr gut. Hey, ich dachte, das macht man so. Na gut. Ja, eigentlich schon. Also, ich habe letztes Mal auch Blitzcrank Mitte gespielt und da habe ich meinen Bullshit-Modus aktiviert. Du kennst ihn ja sehr gut. Mhm. Ja, sehr ja. Vor allem Splitcrank ist sehr schön. Oder Trollcrank. Ja, ich habe AP gespielt, hat richtig Spaß gemacht. Tankcrank, Gangplank. Ja, alles. Ranked Ganks, Stank Gang. Je auf der Top-Lane ist auch geil. Ah. Ich frage mich, wer lässt im Teamersteller, wir spielen übrigens im Teamersteller, das kann man ja dazu sagen, wer im Teamersteller ist so dumm und nimmt einen Master Yi auf der Top-Lane an? Wahrscheinlich der das Team erstellt hat. Der hat den auch. Vielleicht ist es so einer, der denkt, das sei wie Hacker auf der Top-Lane. Ja, klar. Und, Sustain und alles möglichen Damage. Ja, easy. Hast du gesehen, wie Hacker im... wen hat er nochmal zerfleischt im Finale auf der Top-Lane? Riven? Also, echt? Ich weiß nicht, wer Riven gespielt hat. So. Ach stimmt, Q war das, ne? Auf jeden Fall war Riven am Ende 0-7. Apropos Q. Oh, ja. Ey, nee, das war auf jeden Fall richtig krass, vor allem zu sehen, wie stark die Riven war. Ey, ich pulle mit. Ja. Ja. Oh mein Gott. So, los geht's. Ey, nee, ich hab einmal Alistar jetzt im Dings gespielt, im Aram, und ich hab richtig Bock auf den. Komm her! Bam, Alter! Ich poke nur, du brauchst nicht zu engagen, ne? Ich weiß, dass du lieber defensiv spielst. Ich hau lieber ein paar, wie heißt? Minions. Immer auf die kleinen, schwachen, dicken. Ja, sowieso. Ja, geil. Ey, du bist so ein Noob, ey. Boah, Alter. Gezeigt, wo es lang geht. Der Thresh hat nur noch Half-Life. Half-Life 3 confirmed. Ey, ganz ehrlich, wir werden die einfach so zerstören. Glaubst du? Ja, locker. Ich bin der beste Alistar, den ich in meinem Aram-Spiel gesehen habe, weil ich der Einzige war. Ich dachte, aber ich habe richtig Bock sowas drauf. Kommt. Ah. Bam. Nee, bis jetzt läuft's doch. Mhm. Der Thresh ist Lowlife. Ja, Jinx. Ja, da kriege ich gleich mit Flash W die an die Wand geklatscht. Aber erstmal lass mir den Großen. Ja, ich brauch den Großen. Ich war zu spät. Ja, ich war zu spät. Ich nehme den anderen. Den anderen Großen. Dat Hook. Ich hook jetzt den Cannon Minion, weil ich wütend bin. Warum tust du das? Ich habe keine Ahnung. Typ ist so gemein, ey. Ganz ehrlich. Übrigens nochmal, um das aufzuklären, an alle Leute, die dachten, ich hätte ganz, ganz böse Drogen genommen, weil ich da von dem einen Minion gesprochen habe, der den Kampf überlebt und es den anderen erzählt am Nexus. Was? Denkst du jetzt auch schon so? Ja. Ja. Einfach ganz trocken. Nee. Das ist damals, es gab so StarCraft 2 Caster und da hat einer immer gesagt, also zum Beispiel, wenn du kannst Marines da bauen, ganz normale Marines halt, Menschen mit Raumanzügen und, oh, du bist so ein Noob, Alter. Ja, ich versuche zu juken, aber ja. Muss ich dich schon wieder carryen, ey. Nee, auf jeden Fall kannst du da ganz normale Space Marines bauen und auf jeden Fall gibt es da auch Einheiten, die Space Marines ordentlich zerpflücken können. Ich glaube, der versteht nicht so ganz, dass es nicht so gut ist, mich zu hooken. Oh, das war ein bisschen blöd vielleicht. Ja.
muss trotzdem nicht dabei sterben, Marco. Ich sterb schon, ich hab noch hier. Ich hau dich einfach weg. Ach, schade, dass das nicht geht, ne? Mhm. Auf jeden Fall kannst du die Marines ordentlich zerfetzen. Okay. Und immer wenn da ein Marine überlebt hat, hat er gesagt, ja, der geht jetzt zurück in die Base und der baut halt neue Marines, der entsprechende Spieler. Mhm. Der geht jetzt zurück in die Base und erzählt's den anderen. Ah, okay. Also die Geschichte vom Kampf sozusagen. Ja, okay, stimmt. Daraus ist es entstanden. Super lustig. Jetzt wissen sie auch. Ey, der Thresh. Ja, der landet viel zu oft seine Hooks. Na, hättest du ihn lieber in den Tower. Ja, ich konnte es nicht richtig abschätzen. Dieser hässliche Thresh. Egal, die sind gleich. Guck dir mal sein Gesicht an, ey. Ja, ich wollte gerade einen Last Hit hinein. Irgendwann werde ich eine LOL-Folge machen und dann nenne ich das die Kuh melken und dann werde ich einfach alle 2 Minuten Werbung schalten. Okay. Quasi die Kuh gemolken. Und nur Mu rufen. Das. Mu for me. Kennst du das bei Family Guy? Nein. Hey, lass den Großen, lass den Großen. Ja, okay. Du Arsch. Mann! Ja, du hast den so low gehauen, ja, da hatte ich keine Reaktionszeiten mehr. Ich bin eine Kuh, Mann. Du musst Rücksicht haben. Ich stehe den ganzen Tag hier und fress den Busch weg. Oh mein Gott, scheiße, mein Wortlaut fehlt. Hätten wir dann gleich angesprochen. Nein, wir sind doch da. Oh mein Gott. Ich hau euch weg. Ey, wegen dir habe ich jetzt 2 Minions verpasst. Ja, weil du scheiße bist. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch. Komm her, Jinx. Erstmal weghauen. Alter. Bom! Und ich bin weg. Ich ja. Nutze jetzt zwar meinen Flash, aber worth. Das hat fast gelohnt. Nein. Wirklich. Auf welchem Planeten? Merkur. Pluto. Zu viel Mickey Mouse geguckt oder was? Vielleicht. Nein. Oh mein Gott. Warum tust du das? Why you do this? Jax fand besser als ich. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ja, Jax spielt aber auch gegen Master Yi. Jax ist ein Direct Counter zu Master Yi. Das ist korrekt. Jawohl. Jawohl. Du wurdest wieder gehuckt, du Kacknoob, ey. Ja. Komm her, Jinx. Ich hau die so weg. Oder auch nicht. Lass mir den Großen. Bam! Komm her, Jinx. Erstmal auf den Boden hauen. Standpunkt vertreten. Jetzt wird mal kräftig auf den Boden gehauen. Auf den Putz. Boom! Jawohl. Bam! Ah, damit. Aggression! Oh oh. Achso, da kommt plötzlich ein Wukong. Ja. Ich dachte, das wäre Thresh. Das mit einem Movement Speed Buff. Und Thresh. Wie geil der einfach da angerannt kam. Ich dachte, der Thresh hätte irgendwie so. What Nein. The? No! Das calculated. Da wollte sie wahrscheinlich auch und du hast sie erschreckt. Bam! Gleich, Was will der Kerl denn? Bam! Ich hab keine Angst vor dir. Was war das denn für ein Flash? Okay, Zeit, um in die Tower zu pushen. Nee, ich hol hier den Pink Ward. Dann halt nicht. Wie viel heile ich hier eigentlich? 60? Oh, Vorsicht, Wukong. I know. Ach stimmt, der hat ja sein Alter, komisches Unsichtbarkeitsding. Wie viel Minion-Damage er bekommt. Jawohl. Wollen wir den eventuell weghauen? Ich habe Level 6 erreicht. Ich habe keinen Mana. Egal. Wir hätten ihn diven können, theoretisch. Theoretisch. Lass ihn mir. Dann packt er seine Boxen dahin, seine Wände und dann ist Feierabend. Ja, kommt die Wände. Ups. Oh, fuck. Na, komm schon! Oh nein.
Nicht gut. Gar nicht gut. Wie kommen wir noch raus? Ich esse einen Keks. Die Ulti. No, nein. Oh, sehr schön gedodged. Ich hab noch nicht mal hingeguckt. Ich hab nur gehört, dass irgendwas fliegt. Was? Jesus. Gott, der Husten, ey. Kacke Erkältung, ey. Boah, ich reg mich erstmal auf und krieg dadurch Leben zurück. 60. Mein Wutschrei, Mu-Schrei. Jesus. Just Mexican thing. Whatever you like. So. Ich habe letztens so einen Komiker gesehen, so einen Comedian, so einen ganz alten. Der hat, glaube ich, irgendwie so in den 70ern Comedy gemacht. Jakov Smirnov hieß der. Ich habe übrigens 2 Stacks. Der ist so gut. Der sagt dann zum Beispiel so, also Jakov Smirnov, und dann sagt er so, New York was a great city. I came to New York and saw my name in big letters saying America loves Smirnov. So gut, der Kerl. Hey, so eine nette Begrüßung kriegt nicht jeder. Ja. Ich geh jetzt erstmal back. Kauf mir was Feines. Was kaufe ich mir eigentlich? Also wenn du nach dem Aussehen von Jinx gehst, dann wahrscheinlich Crystal Meth. Also eine Crystalline Flask. Okay. Kauf ich mir. Bam! Oh nein! Okay, du bist am Arsch. Oh. Nope. Ich kann Alistar wenigstens ein bisschen spielen. Hab nicht gesehen, dass du noch deine Ulti hast. Natürlich habe ich sie. Weiß er nicht. Welch zündest du die einfach in der Basis wie der letzte Alistar, den ich im Spiel hatte? Warum denn? Weil er Lust hatte. Er ist Level 6 geworden, hat sich backgeportet und hat dann seine Ulti gezündet. Ich habe gerade geguckt, es gibt noch nicht mal Movement Speed. Ja. What the hell? Ich habe noch 2 Stacks. Eins. Einen zweiten losgeworden. Ah, fuck. Na, so böse Wörter sagen wir hier nicht. Wir sagen stattdessen Kaff. Und drehen es einfach rum. Obwohl, das ein oder andere Kaff ist auch eine Beleidigung. Was ist mit Kafka? Nee, das finde ich nicht so gut. Okay. Doch, Kafka war ein guter Mensch. Er war ein Käfer. Oh, jetzt aber. Ah, damit. Alter, ich kann echt nicht meine eigenen. Also, wenn wir den Turret abreißen. Ja, drauf. Na, oh. Nein! Töte sie! Mein Gott. Hau die Ulti weg! Oder renn weg! Renn! Oh. Oh, du bist so schlecht. Was soll ich denn machen? Ulti. Ja, und die wird dann vom Trash geblockt. I gave you instructions. Und Killer Unit stirbt. Meine Ulti macht mehr Schaden, je weiter sie fliegt. Genau wie Ash länger stunt, je weiter sie selbst fliegt. Und wenn ich die direkt. Ash kann nicht fliegen, deswegen ist ihre Ulti ziemlich schlecht. Ja. Und auf jeden Fall, wenn ich die direkt in den Gegner feuer, dann macht die 30 Schaden. 35. Das ist mir egal. Weißt du, was es geben sollte? Es sollte unbedingt einen LOL-Champ geben, der ein Schwein ist. So Pignarius oder so. Und der kann dann fliegen. Okay, Holy Pick oder was? Ja. Und dann wird er immer Last Pick gewählt. Oh, das glaubt man nicht. First Pick ist nicht so gut. Hast du die Änderung zu dem Ranked-System mitbekommen? Nein. Es gibt ja jetzt Teambuilder-Rankeds. Also, was heißt die jetzt? Kommt also das, was wir jetzt machen, oder wie? Ja, genau. Und da ist es dann so, dass du dass du 2 Rollen angibst, die du sozusagen bevorzugst. Und du musst aber nicht einen Champion wählen. So, dann geht's in Team Select sozusagen. Also es ist nicht mehr so, dass der erste Band, sondern der 3., 4. und 5. Geil. Jeweils einmal halt. Und
das mal. Hey, warum hat mein Pink Ward nichts gemacht? Weil du ihn drin platziert hast. Ach, das hat ein Wirkung. Das. Ne. Dafür hole ich mir jetzt den fetten Kluftenkrabbler. Ich akzeptiere das nicht. Ich weigere mich vehement. Hohoho. Ganz schön lange Wörter für solch ein kurzes Gespräch. Nein! Jetzt komm in die Nähe, ich brauch Farm. Bam. Du brauchst Farm. Ja. Ich hab mehr als. Mehr als, Der gegnerische Thresh. Oh. Wow. 22. Ja, ich hab immer noch fast ein Fünftel von dir. Ich bin an deiner Stelle weg. Ja, ich hätte eigentlich alle in die Luft hauen können. Jetzt könnte ich es machen. No way. Jetzt bin ich tot. Ja, aber guck mal. Da macht jemand einen Quadra-Kill. Und du hast ihn, glaube ich, fast gestealt. Master Yi, der steht 1-5, was ein Noob, ey. Ich habe letztens Master Yi gegen Darius Toplane gespielt und habe dann einfach mal den Kerl richtig zerstört. Der hatte keine Chance. Oh, da kommt der Yi. Der denkt auch nur, weil er einen overpowerten Champion spielt, hätte er eine Chance. Ey, das Movement sieht so hässlich aus mit Project Yi. Das ist einfach so richtig hässlich. Bäh. Nichts gegen Leute, die Project Yi den Skin haben, aber ihr habt richtig viel Geld ausgegeben für nichts. Oh Gott, ich bin so am Arsch. Nein, Spaß. Euer Skin ist cool. Na, okay, eigentlich nicht, aber egal. Trotzdem, passt. Ah, Mann, ey. Aber du bist so schlecht. Was soll ich denn machen? Ulti. Zur Not Universallösung. Ja, okay. Universal. Ich sag's dir jetzt. Das nächste Mal. Why no? Was? Why no AA Jinx? Auto-Attack. Ja, genau. Ich gehe jetzt einfach auf den Lee. Ja, du könntest kiten. Wenn du Crit-Chance hast, dann gibt's so ein Mastery, wodurch du durch Crit-Treffer Geschwindigkeit dazu bekommst. Ist es in den neuen Masteries? Nö, ist ganz normal. Weiß Muh. Ich nicht. Auf. Muh. Mach die Kuh. Egal, steht ja nicht so schlecht. Ja, okay, der Yasuo carried uns ein bisschen. Was heißt denn Yasuo? Ich carry das einfach. Oh, vielleicht. Vielleicht. Ich hau jetzt einfach mal meine Ulti rein. Ja, total. Es gibt hier einen Kill. Hey, das ist. Von mir. Ach komm, ist das jetzt dein Ernst? Da treffe ich einmal meine Ulti und schon haust du ihn weg. Ja, was? Du hast deine Ulti trotzdem getroffen, aber die hätte ihn trotzdem nicht gekillt. Ja, nee, ich wollte einen Assist. Ach so. Ja, ich habe ihn an die Wand geklatscht. Ich wollte ihn selbst killen. Als ob der Yasuo ihn hätte killen können. Der macht doch keinen Schaden. Ja, das ist schon auch wieder 6-0-2. Was will man denn da? Ja, es ist einfach so richtig Noob, ey. Ich habe das schon beim Blitzcrank-Spiel gesagt. Ich habe da so heftig gecarried. Deswegen haben die Pros auch so wenig Kills. Ich meine, die wollen ja carryen. Ja. Deswegen so möglich. Du kannst nicht tragen, Kills. Wenn du selbst killst. Ja. Hallo. Na. Ich habe Probleme. Ich spiele gerade Jungle Alistar. Ich habe den Kill geholt. Ich bin weg. Ich oh nein, er hat einen Pink Ward platziert. Der hat meinen Ward kaputt gemacht. Richtig an ihm. Zünd mit meinem Haus Rächen. An. Mit meinem Rächen werde ich mich rächen. Wow. Der Master Yi zündet seine Ulti, macht erstmal nichts. Das ist so ein klassischer Yi. Ich mach meine Ulti und mach nichts. Ja, ne? Typisch. Sind dann erstmal verwirrt, so, oh mein Gott, bin ich schnell. Ich glaube, ich habe dich noch nie mit Master Yi gesehen. Nicht? Nein. Stimmt, ich habe den eigentlich gemieden, seitdem AP Yi genervt wurde. Ja. So Bot-Game. Ja, Bot carried, ne? That's just how it is. Und jetzt gehe ich in die Mitte und carry das noch weiter. Erstmal hier mitten in die Minions laufen und dann BAM! K-
kein Last at Goal, scheiße. Wow, 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 please, 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 have mercy. Was? So, ah. Surrender Vote, lol. Wer will surrendern? Killer Units. Also die Diana, die ist richtig ein Noob, ey, Alter, die hat nichts drauf. Mhm. Aber du auch nicht, ey. Mhm. Ich bin eigentlich der Einzige, der hier richtig carryen kann. Rampage. What the hell, es gab sogar zwei Leute, die dafür gestimmt haben zu surrendern. Mhm. Wahrscheinlich war es eher so, einfach aus Spaß. Ja, klar. Als ob du weißt, was Spaß ist. Ne, weiß schon. Smirnov weiß, was Spaß ist. Na. Bronn. Bronn. Ja. Vielleicht sollte ich auf die Botlane gehen. Hey, ja so, lass mich farmen. Komm mal auf die Botlane, wir können den killen. Ha, ich hab den Kill bekommen, du Noob. Ich sag doch, der kann nicht carryen. Wer der Trash? Ach nee, Yasuo. Nee, der Yasuo. Ey! Warum fokust der Turret mich? Da waren keine Minions mehr im Leben, okay? Die Frage hat sich gerade von selbst beantwortet. Oh mein Gott. Der ADC schreckt schlechthin. Right. Ja, genau. Ja, ja. Ja, Master Yi. Probier mich wegzuhauen. Nein! Ey, Du carryst nicht mehr. Doch, ich carry richtig. Der Yasuo kann nix. Ich hab drei Leute getankt, hab drei Leute Lowlife gehauen, der macht keinen Kill, Alter. Mann, richtiger Noob. Report ja, easy, GG. Report Jinx for AFK Farming, hat nix drauf. Ja, genau, guck mal auf die Botlane. Ja. Ich sag ja, AFK Farming. Er hat dich nicht angegriffen. Deswegen bin ich auch Half-Life. Nee, das bist du nur, damit ich wieder sage, Half-Life confirmed, aber dabei stimmt's gar nicht. Half-Life wird nie kommen. Ah, das stimmt. Das ist confirmed. Straight out of confirmed. Sorry, bruh. Bru, okay. Bru. Die Kuh macht Mu, ja so, macht Bru. Ich komme jetzt. Wir ja, machen den so fertig. Ja, los. Komm her. Bäm. Ja, das hat mir jetzt nicht so ganz geholfen. Fen. Nein. Ja, du bist auch so ein Richtiger. Oh mein Gott, was hast du getan? Hey. Was ist das denn jetzt? Du hast den Minion gehauen. Komm her. Ich klatsch dich. Bäm. Klatsch ihn sehr. Ich kann nicht mehr carryen. Du hast ihn zu sehr gefeedet. Ach so. Ey, Mann, die Botlane steht 4-9. Du hast weniger Kills als ich. Du hast genauso viele Kills als ich. Weniger Kill Participation. Ich weiß, weil ich dauernd sterbe. Ja, oh. Und ich nicht, oder was? Doch. Was? Warte mal, wie argumentierst du gerade? Jinx steht für Jinx. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du den bringst. Ab in die Midlane, da gibt's Farm. Ab in die Midlane, da gibt's Farm. Oh, the Chase. Und dann pusht er noch nicht mal den Turret. Turritos. Lass mich doch farmen, Diana. Genau. Was haben Leute gegen mich? Ich habe 4 Stacks, Mann. Und ich habe bis jetzt gecarried wie sonst was. Ohne den Zusatz Stacks kam das jetzt etwas, naja, komisch rüber, so als Support. Hä, was? Ich habe 4 was? Naja, du hast gesagt, lass mich doch mal farmen. Warum lässt mich denn niemand farmen? Ohne Stacks. I have Stacks. I got Stacks, I got Stacks. Steaks. Master Yi zündet seine Ulti und rennt rum. Der steht auf 2-10. Und den einen Kill hat er an mir.
Noob. Ach komm schon. Geht doch. Ey, immerhin, ey. Du bist ja gar nicht so schlecht, wie du denkst. Wie ich denke. Ja. Komm her. Ich mach den Turret solo. Ich geh erstmal aus der Range. Hier komm, ich halte dich, damit du nicht wieder stirbst. Komm, komm, ja. Alter. Nein. Was soll ich noch an? Der Taze. Bam. Oh mein Gott. Bam. 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 Was Bam? Bam. So, du machst eine Dauer. Ja. Hey, lass ja so in Ruhe. Bam. Oh nein. Was mache ich hier? Das lief nicht so gut, habe ich so das Gefühl. Ich werde nicht sterben. Ich muss aber sagen, Alistair macht Spaß. Weißt du, wie ich das Video nennen werde? Alistair Guide Season 6. New Changes. So ein richtiger Clickbait. Ah. Und dann noch mit so Brüsten als Thumbnail. Dann habe ich so wirklich... Aber in Caps Lock alles. Ja. Brüste im Thumbnail als Caps Lock Überschrift. Das wäre geil. Und dann kommt Alistair. Alistair hat der Brüste? Ich glaube nicht. Damit könnte er sich brüsten. Mal gucken. Move for me! Hallo, von hier kann man sehen. Move for me. Are you serious? Bronn? Nein. Kein Bronn. Warum kann keiner Baron schreiben? Der macht das extra. Nö. Bronn. Jetzt kann sich jeder überlegen, was man jetzt noch für Buchstaben vertauschen kann. Hey, wartet auf mich. Ich geh carryen. Ah, okay. Der Yi schon wieder mit der Ulti. Hauptsache ein Assi. Na. Bam. Egal, ich mach einfach einen Nip. Ich zünd meine Ulti und mach den Baron. Bam. Warte, was? Ja. Ich habe keine Ahnung, ob wir den bekommen, aber egal. Es macht Spaß. Ich habe keine Ahnung, warum das Spaß macht, aber egal. Bis ich probiere es. Und dann macht es nicht mehr so viel Spaß. Nein, Mann. Wir überleben das. Also sie vielleicht, ich nicht. Nein! Ich suicide hier wirklich fast. Da kommt Master Yi. Warum baitet der? Yes, Baby, wir haben es geschafft. I am Carry. Nach dem Kussball ist man schneller. Wann? Keine Ahnung. Gerücht in die Welt streuen. Das war eine Frage. Hä, nee, ist man wirklich? Warum das denn? Ach hier, immer wenn Alistair eine Fähigkeit einsetzt, kann er sich 3 Sekunden lang durch Einheiten bewegen und verursacht dabei 23 magischen Schaden an nahen Gegnern und Gebäuden, verursacht doppelten Schaden gegen Vasallen. Boah. Aber ich glaube nicht, dass er schneller wird, oder? Nein, eigentlich nicht. Ne, das sieht nur so aus. Der sieht nur so krass motiviert aus. Da da da. Da da da. Jawohl, hol dir den Yi. Oh, du bist so. Ja! Was war das denn jetzt gerade? Geht doch. Ich hol mir den. War das der Super Minion? Ich hab's nicht gesehen. Ja, du kannst es dir später auf der Aufnahme anschauen. Das sieht so gut aus. Bam. Oha, Jax. Ich brauche nicht mal meine Ulti, um den Baron Drake zu soloen. Guck. Bam. Da steht jetzt links unten. Oleg, der Ochse, Alistair hat den Drachen getötet. Crazy shit. Ich wollte da hinlaufen.
Ey, ich hol mir den Master Yi. Ach, Thresh ist AFK. Ja, okay, mach. GG, well played. Geil. Das war so gut, ey. Das war nice. Ja, Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Nächstes Mal geht's weiter. Klingt logisch, ist auch so. Jo, macht's gut.